Cage. Ich hab meinen Spinnensinn sinnvoll eingesetzt. Was dann erweitere mal deine Sinne, Spidey. Vergiss nicht, dieser Spinnensinn verschafft dir immer einen Vorteil. Das hat mich wirklich schon oft gerettet. Ja, vor allem in der Highschool gegen so ein, ich glaube, das war ein Football? Ja, Football, so ein Football-Möchtegern-Star. Ja, sehr gut, alte Spinnensinn. Ich habe dich beobachtet. Du hast viel Potenzial, gebrauchst es aber nicht. Moment mal, vorhin sagtest du was von einzigartigen Fähigkeiten. Ich meine, du legst dich mit jedem Einzelnen an. Bei deinem Tempo solltest du schnell rein und wieder raus. Wie meinst du das? Ich kann dich trainieren, wenn du was... Alles klar, dann mal los. Entschuldigung. I'm so sorry. Okay, Kleiner, warte hier. Ich glaube, das ist mir beim ersten Mal auch passiert. Ja, ich warte und ich warte. Greif mich aus der Luft an, so hart du kannst. Oh mein Gott, aus der Leg Luft. Los! Das war gut. Na dran, lass dir etwas mehr Zeit. Ah, ja, ich kann das nicht. Komm schon, lass mich nicht hängen. Konzentration. Bereit? Los. Junge, ich bin nicht mehr der Jüngste. Egal. Na bitte. Leg los. Besser? Leg los. Das mit dem Befehlston hier. Kann ich nicht leiden. Nochmal. Ein paar gute Moves hast du schon drauf, aber jetzt halte ich mich nicht mehr zurück. Los geht's. Bereit? Los. Hast du gehört, Junge? Greif mich aus der Luft an. Ich hab keinen Bock mehr. Leg los. Sorry, so viel Zeit. Ja. Okay. Guten Tag. Bereit? Los! Na toll. Puh. Yeah! Ich hab das für die Bösen voll drüber geslidet. Okay. Bei mir machst du das ganz gut. Jetzt raus mit dir und zeig, was du drauf hast. Komm zurück, wenn du es beherrschst. Dann zeig ich dir mehr. Ich bin wieder da. Mission. Schurken 10 Netzhiebe und Zivilisten Schurkenhauer, ja. Was sehe ich da? Gar nichts. Doch, dein... Ich sehe es ganz gut. Was? Direkt vor meiner Nase? Wie kannst du es machen? Das Loch. Bisschen tricky, wenn die direkt neben uns stehen. Ich hasse dieses Kopfüber, ich hasse es einfach. Aber war doch gar nicht mal so schlecht. Zur Belohnung noch ein Spinnchen. Lecker, lecker Spinnchen. Nein, das war meine Großmutter. Ich bin, verstehst du, weil ich auch eine kleine Spinne bin. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ach, die sind dunkel. Okay. Moment. Die letzte Altersschwäche nehme ich natürlich noch mit für die 500 Äppe. Ich hasse diese kleinen Häuser, da kann man nicht ordentlich schwingen. Wo schickt der mich denn? Nee, andere Seite. Stimmt schon. Stimmt schon, hier ist der Eingang. Doch, lass dich verarzt nehmen. Puh!
Schaka! Oh, der war knapp. Der war knapp! Boah! Ich liebe es! Nein! Zu früh. Ja, ich sehe es ein. Bam! Boah! So, ja, so ein paar Gegner brauchen wir ja noch. In der Zwischenzeit kann ich ja den Netzschwung noch ein bisschen perfektionieren. Oh! Oh, danke! Boah! Mit solchen Häusern kann ich arbeiten. Na gut, mit dem nicht mehr. Ja, außerhalb der Reichweite. Sterb! Oh nein, ich werde den Boden nicht kommen. Aus einmal. Das war mir jetzt zu doof, sorry. Ja, ich kann nicht widerstehen. Ich muss den einfach aufs Maul hauen. Was war seitlich, aber ist egal, ist egal. Also, was? Keiner mehr da? Oh, Spielfreude. 7 noch. Scheiß drauf. Man muss auch wissen, wann gut ist. Und ich will die Spinne. Da war doch gerade eine Spinne. Nein, du bleibst oben. Besser, Spinne. Besser. Keine Spinne? Was? Och Mann. Das ist aber fies. Und peinlich. Ah! Ich wusste doch. Ah, okay, ist zwar kein Spinner, aber. So kann ich meinen Netzsprung noch. Netzsprung, Netzhieb, Schwunghieb, Netz. Noch ein bisschen trainieren. Nicht einfach. Boah. Bah. So, jetzt noch schnell die Spinne und dann können wir ja zu Loot zurückgehen. Nee, das ist ein Taxi. Ups. Kein blassen Schimmer, wo der sich jetzt festgehalten hat. Frag mich. Gut, Spidey. Das mit dem Netzzeug hast du drauf. Ja, ich eine Art Markenzeichen von mir. Und ein bisschen komisch, aber es funktioniert. Bei dir. Danke, glaube ich. Danke für die harte Arbeit, Spidey. Du hast heute viele Leben gerettet. Drei? Das ist mein Job. Genauso wie ein Stoffel. Bereit für noch mehr? Her damit! Immer!
Jetzt achte mal, wir sind früher los als Cage. Wir sind mit dem Netzschwung logischerweise wesentlich schneller. What the... Ach, ist das geil. Das habe ich in der ersten Staffel echt nie geschissen bekommen. Der kommt gerade an und er ist schon da. Du bist perfekt geeignet, um diese Erpressungsmasche zu stoppen, die diese Gangs abziehen. Wirklich? Diese Mistkerle stellen sich vor alle Türen und belästigen die armen Anwohner, indem sie von ihnen Schutzgeld verlangen. Okay, das ist gemein. Aber mit deiner Schnelligkeit könntest du von einem zum anderen springen. Werd's versuchen. Fang gleich hier an. Triff sie mit einer Kette von deinen Netzangriffen. Boah. Kettenangriff. Ich wusste, du schaffst es. Die kommt so schnell hier. Hier sind noch ein paar. Sag mir wo. Das ist eine größere Gruppe. Denk daran, deinen Schwungimpuls zu erhalten. Immer in Bewegung bleiben. Mein Schwungimpuls befördert die in die nächste Woche. Wow. Besser als in den Ruhestand. Könnt ihr wenigstens aus ihren Fehlern lernen. Alter, wie? So bist du so schnell? Wow. Es funktioniert. Hier sind noch ein paar. Diesmal sind es 7. Versuchen es diese Typen Tag und Nacht mit dieser Masche? So ziemlich, ja. Und jetzt auf sie. Wenn sie dich sehen, hauen sie ab. Boah, wie nervt das. Ich glaube, ich kann das noch nicht. Spidey, du bist vielleicht die Lösung meiner Probleme. Bei dem Druck auf die Gangs gehören die Straßen bald wieder den Guten. Wir brauchen eine Lösung, die länger hält. Wir haben sie nur für kurze Zeit vertrieben. Ja, wir brauchen einen Deal. Die Anführer müssen miteinander sprechen. Wie sollen wir das anstellen, ohne dass die sich gegenseitig umlegen? Bei denen geht es nur um den Ruf und wer was für wen getan hat. Ganz einfach. Tu ihnen einen Gefallen. Machst du Witze? Das sind die Staatsfeinde Nummer 1 und 2. Die Park Ave Gang will den Anführer der Rolling Seven erledigen. Wenn du die Wagen verfolgst und sie auffällst, dann sind dir die Rolling Seven etwas schuldig. Solange das nur ein Gefallen ist, ich will ja kein Ehrenmitglied oder neuer Anführer werden oder so. Ja, super. Also, Cage möchte gerne... Ja, Upgrades. Schön. Nein, ich habe den falschen geskillt. Ach, wie dämlich. Cage möchte gerne, dass wir beiden Anführern einen kleinen Gefallen tun. Und, damit uns beide Anführer etwas schulden und wir einen Deal aushandeln können, um endlich mal Waffenruhe zu kriegen. Yeah. Natürlich bedenkt Cage da nicht, dass wenn wir dem einen Anführer einen Gefallen tun, wir haben es ja gerade gehört, Rolling Seven und irgendwas mit Ave. Jedenfalls der Anführer oder die eine Gruppe möchte die Rolling Seven töten und wir sollen die jetzt beschützen, damit der Anführer uns einen Gefallen schulden. Punkt Nummer 1. Yeah. Was er nicht bedenkt, ist, dass die andere Gruppe, also die Avenue Gang, dann natürlich sauer auf uns ist.
What the fuck? Nicht ganz durchgeplant, würde ich mal sagen. Geht besser. Geht besser. So, können wir uns vielleicht noch irgendwas leisten? Nein, wir sind klein. Wunderschön. Den neuen Anzug haben wir bisher auch nicht, also alles gut. Moment. 75. Und das ist genau das, was ich sage. Das sind so never-ending Missions. Kann ich mal mischen? Teil 2. Das ist gerade mal Teil 2 und wir sollen 75 Gegner auf die Schnauze haben. Ganz ehrlich, wir bräuchten die Erfahrungspunkte. Es sind 2000 Erfahrungspunkte. Das ist eine neue Fähigkeit, eventuell sogar zwei. Am Anfang sind die ja noch nicht so teuer, aber 75 Lacko Mio Pio, Alter. Ganz ehrlich, Alter, das kommt Zeit, kommt Rat. Irgendwann, wenn die wirklich direkt bei uns auf dem Weg sind, vielleicht, aber so. Muss nicht sein, oder? Spinne! Nein!